Hallo zusammen. Heute geht es um diesen LED-Scheinwerfer. Ihr wisst, ich mache normalerweise Kühlboxen, aber das EU-Gesetz zwingt mich dazu, diesen LED-Scheinwerfer ins Sortiment aufzunehmen. Und vor 2 Wochen hat mir einer gesagt, er schaut meine Videos nur, wenn ich mich über Behörden aufrege. Ich reg mich heute nicht über EU-Behörden auf, sondern nur ums Gesetz. Dieser LED-Scheinwerfer, der kostet 120 Euro. Könnt ihr bei mir bewerben? Ich verlinke euch unten auch die Preisliste. Und das ganz Spezielle ist, dieser LED-Scheinwerfer hat hinten so einen Stecker. Dieser Stecker befindet sich auch an diesen Kühlboxen. Und ich habe hier so ein Kabel, das ist im Lieferumfang von dem Stecker dabei. Und ich kann den zum Beispiel jetzt hier bei dieser Batteriebox einstecken und der leuchtet. Ist klar, ist ein LED-Scheinwerfer. Ihr wisst, was LED heißt, löst ein Desaster. Warum habe ich diesen LED-Scheinwerfer hier im Sortiment? Wackelt ein bisschen, hat Luft. Ah, hier, diese Zigarettenanzünder sind ja nicht so der Hit. Aus diesem Grund finde ich die auch scheiße. Ich kann das Kabel auch hier wegnehmen und ich kann das hier einstecken, weil das sind die gleichen Kabel. Die Box leuchtet jetzt hier, ich muss sie zwar einschalten und ihr seht hier vielleicht, dass sie funktioniert. Was hat jetzt der LED-Scheinwerfer mit diesen Boxen zu tun? Wir haben am 17. Dezember letztes Jahres, also nicht mal ein Jahr her, oder fast ein Jahr her, haben wir ein neues Gesetz gekriegt. Das wurde dann aber erst am 28. Februar 2021 publiziert und am 31. März 2021 trat es in Kraft. Wir haben jetzt noch Übergangsfristen und vorher waren diese 2 Boxen nicht energielabelpflichtig, weil es hat sich um mobile Kühlgeräte gehandelt und die fallen nicht unter das Gesetz vom Kühlgerät, Haushaltskühlgerät. Jetzt hat das Gesetz sich ein bisschen geändert in der Omnibusverordnung. Das sind dann die ganz schnellen Gesetze. Somit ist diese Box hier immer noch ohne Label. Diese Box hier mit 230 Volt könnte jetzt an 230 Volt betrieben werden und somit ist diese Box nicht mehr ein mobiles Kühlgerät, sondern ein Haushaltskühlgerät. Problem ist bei Haushaltskühlgeräten, das sind sehr kleine Geräte, wir haben hier 16 Liter, 30 Liter, 28 Liter Inhalt und im Verhältnis zum Inhalt haben diese 2 Boxen sehr eine große Oberfläche. Also, der Wärmeverlust. Dass ich so eine Box hier, die wäre in Kategorie F nach neuen Regeln, Kategorie F darf ich nicht mehr verkaufen, dass ich diese Box vernünftige Energieklasse hinkriege, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Box müsste 10 bis 13 cm Isolation haben, da kriege ich nichts mehr rein. Weil ihr könnt ja die Isolation nicht draußen dran setzen, sondern innen drin. Oder ich bescheiß die Werte, wie andere Mitbewerber, die jetzt einfach die Werte runtersetzen vom Stromverbrauch. Ganz krass ist zum Beispiel Dometic, die geben den Wert an auf 12 Volt, da braucht die Box 4-mal mehr Energie als 230 Volt. Weil 230 Volt wird bemessen. Es geht dann Richtung Dieselskandal. Die haben auch beschissen, weil die EU oben vorgeschrieben hat, ihr müsst jetzt die Abgaswerte hinkriegen. Und so wird jetzt hier beschissen. Also diese Box hier, wenn ich nicht bescheiße, kann ich die nächstes Jahr nicht mehr verkaufen. Jetzt nehme ich hier zum Beispiel auch bei der Box
das 12 Volt, das 230 Volt raus und betreibt die EEG-Box nur noch in 12 Volt. Dann ist es nicht mehr labelpflichtig. Ja, jetzt möchte ich die Box aber trotzdem auf 230 Volt betreiben. Da haben wir bei dieser Kühlbox, hier steht noch externes Netzgerät für 230 Volt. Kostet 69 Euro. Das ist dieses Netzgerät. Gibt es wahlweise mit Schweizer Stecker, wahlweise mit deutschem Stecker. Wir liefern in der Regel Deutschland deutsche Stecker aus, Schweiz Schweizer Stecker. Und ich kann die Box hier der gleiche Stecker einstecken. Es geht. Nur, wenn ich jetzt diese Box hier oder diese Box mit einem Netzgerät verkaufe, dann kann man sie auf 230 Volt betreiben. Dann fällt sie wieder unter die Energieklasse. Dann darf ich diese Box nicht mehr verkaufen, weil sie zu schlecht isoliert ist im Verhältnis, was es halt ist. Also nächstes Jahr gibt es diese Kühlboxen nicht mehr mit diesem Netzgerät. Also ich müsste jetzt dieses Jahr noch bestellen. Aber für das habe ich ja hier den 230 Volt Stecker, den stecke ich hier ein. Und jetzt kommt mein super LED Scheinwerfer für 120 Euro. Der leuchtet mit diesem Netzgerät. LED löst ein Desaster. Also in Zukunft, also ab nächstes Jahr, 2022, werden wir keine Netzgeräte mehr anbieten können für diese Kühlboxen. Aus diesem Grund habe ich neu diesen super löst ein Desaster Scheinwerfer und dazu passendes Netzgerät. Eben, dass dieser Stecker per Zufall der gleiche Stecker ist wie hier. Ich kann jetzt auch hier ausstecken und das hier einstecken und ihr seht oben, es leuchtet, es funktioniert mit diesem Netzgerät. Aber eben, bis dieses Jahr ist das Netzgerät hier für diese Kühlbox. Ab nächstes Jahr habe ich das Netzgerät nicht mehr. Ich habe zwar noch ein paar hundert am Lager, aber nächstes Jahr gibt es das Netzgerät nur noch für diesen speziellen LED-Scheinwerfer. Ja, oder ich bescheiß die Werte wie Mitbewerber oder ich darf sie nicht mehr verkaufen. Das ist, ich darf mich jetzt nicht aufregen über Behörden. Ja, das ist das Thema LED-Scheinwerfer. Klar, kostet dieser LED-Scheinwerfer 120 Euro. Das ist viel Geld für einen LED-Scheinwerfer. Wir haben schon diskutiert, ob wir 500 Euro verlangen, weil er passt genau an dieses Netzgerät. Das Netzgerät ist dann noch dazu, zu diesem LED-Scheinwerfer, also der hier mit dem speziellen Kabel, das per Zufall auch an die Boxen passt, das kostet 120 Euro. Das Kabel alleine, das kostet 25. Und dieses Netzgerät kostet 59. Ich verlinke euch unten natürlich logischerweise die Preisliste. Auf der Preisliste ist eine provisorische, ist auch diese Batteriebox drauf, was man da alles machen kann, das verlinke ich euch hier oben, die Batteriebox, da könnt ihr diese Kühlbox hier so rund 5 Tage betreiben. Weiter verlinke ich euch hier unten ein Video, was ich gemacht habe, auch über das gefälschte Energielabel. Und hier oben natürlich diese Box und hier unten im Video diese Box hier. Ich wünsche euch einen schönen Tag.